Mademoiselle, ma très chère cousine. Sie werden vielleicht glauben oder gar meinen, ich sei gestorben. Ich sei krepiert. Oder verreckt. Doch nein, 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 nein. Meinen Sie es nicht? Ich bitte Sie, denn gemeint und geschissen ist zweierlei. Wie könnte ich denn so schön schreiben, wenn ich tot wäre? Wie wäre das wohl möglich? Nun aber habe ich die Ehre, Sie zu fragen, wie Sie sich befinden und sich tragen. Ob Sie mich noch ein bisschen können leiden? Ob Sie öfters schreiben mit einer Kreiden? Ob Sie noch dann und wann an mich gedenken? Ob Sie nicht bisweilen Lust haben, sich aufzuhecken? Ich dachte wohl, dass Sie mir nicht länger widerstehen könnten. Ja, 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 ich bin mir meiner Sache gewiss. Und sollte ich heute noch machen einen Schiss, obwohl ich in 14 Tagen gehe nach Paris.